Tag auch. Heute ist der 17. März. Die Radsportfreunde unter euch wissen es, heute ist Mailand Sanremo. Interessiert uns aber in dem Moment jetzt gar nicht, denn wir sind noch mal kurz zurück auf der Bahn. Und der Mann hier neben mir, der ist vor, wie lange ist jetzt her? 2 Wochen? Ja, gestern 2 Wochen. Vor ziemlich genau 2 Wochen. Ja, nee, morgen 2 Wochen, so rum. Also morgen, vor 2 Wochen. Weltmeister geworden, und zwar in Madison. Deswegen hat er hier auch so ein galantes Trikot über seinem Knie. Die Weltmeisterstreifen sind zu erkennen. Und wer ihn noch nicht erkannt hat, der junge Mann hier neben mir, das ist Theo Reinhardt. Ja, geil, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, nicht dafür. Ja, wir sind auch jetzt mal kurz reingeflüchtet, weil heute ist so kalt draußen. Da hätten wir uns sonst die Ohren abgefroren. Aber da du ja Bahnfahrer bist, drin ist eh schöner, ne? Absolut. Absolut, ja. Außerdem gibt es ja auch Kaffee, insofern läuft das. Wie ist dir jetzt ergangen, die letzten 2 Wochen nach deinem WM-Titel? Hast du ein bisschen was Schönes erlebt, ein bisschen Urlaub gemacht? Naja, für mich ist eigentlich immer so, dass das schönste Moment, wenn ich zu Hause bei der Familie sein kann. Das gibt mir eigentlich schon Moment genug. Ja, wir hatten ein bisschen frei jetzt. Bin kein Rad gefahren nach der WM auch mal. Und ja, viel zu tun im Moment mit dem Hausbau und immer viel zu erledigen. Aber gab auch entspannte Momente und schöne Momente und viele schöne Spaziergänge mit dem Kleen und dem Hund und so. Und das ist echt cool, macht Freude. Ja, toll. Ja, also ihr hört es, der Mann ist schwer beschäftigt. Wenn er nicht gerade im Kreis fährt, dann baut er ein Häuschen. Wird es irgendwann fertig oder ist noch ein langer Weg? Nee, es wird nicht fertig. Es wird nicht fertig? Wir bauen nur. Ja, manchmal ist ja so die Ziellinie in Sicht. Aber ja, also der angesiedelte Termin ist so Ende Juni. Mhm. Das wäre schon schön, wenn wir das schaffen würden. Wie gesagt, auf dem Bau läuft ja vieles immer nicht so, wie man es sich vorstellt. Richtig. Oder wie man es hofft. Und ja, mal gucken, wie es bis dahin wird. Aber wir sind noch guter Dinge, dass das klappen wird und geben nicht die Hoffnung nicht auf, da irgendwann einziehen zu können. Na ja, dann drücken wir mal beide Daumen. Ja, ja, aber natürlich, wir wollen uns ja nicht über dein Haus unterhalten. WM-Titel, also ich sag mal so, sicherlich eine Überraschung. Ihr habt ja vorher gesagt, ihr wollt eine starke WM fahren. Das habt ihr natürlich mit dem Sieg jetzt auch eindrucksvoll hinbekommen. Wie hast du es denn selber erlebt? Habt ihr mit dem Ziel, da Gold zu holen, das Rennen bestritten? Oder war das etwas, was sich dann so ergeben hat und ihr habt gesagt, okay, Podium wäre geil und heute läuft es richtig gut? Ja, schilder doch mal ganz kurz deine, wie viele Kilometer waren es? 50 Kilometer in 53 Minuten oder was? 57er Schnitt. Ja, wie gesagt, also Madison ist jetzt wieder olympisch. Somit war jetzt erstmal der Plan, innerhalb der Nationalmannschaft eine Standardfahrt zusammenzufügen. Und da hat der Bundestrainer Roger Kluge und meine Person eben erstmal dafür vorgesehen oder gesagt, das ist so unser erstes Standardpaar, was wir erstmal international aufstellen wollen. Natürlich, jetzt wird noch die eine oder andere Konkurrenz auch innerhalb Deutschlands kommen. Aber für Roger und mich ging es erstmal auch vorrangig jetzt zusammen, internationale Erfahrung zu sammeln, als Pärchen einander kennenzulernen. Wir hatten zwar bei Mia Sextarin ja schon die Chance dazu, aber international, Weltcup, EM, WM ist immer noch was anderes. Das ist ein ganz anderes Radrennen und da muss man sich halt immer erst so ein bisschen finden. Und eigentlich sind wir mit der Prämisse üben auf hohem Niveau ins Rennen gegangen. Wir wollten natürlich eine gute Leistung bringen. Wir wussten beide, dass wir gut raus sind. Roger kam aus Dubai. Ja, konnte sich da schon mal ein bisschen testen, haben wir auch am Tag an der Vorbelastung, also einen Tag vor dem Wettkampf, gesehen, dass es bei Roger schon sehr gut geht. Ich konnte mich im Vierer schon ein bisschen beweisen bzw. testen, habe da auch gesehen, dass es bei mir eigentlich gar nicht so schlecht läuft für den Zeitpunkt und für das, was wir davor oder dafür gemacht haben. Und ja, also sind wir schon guter Dinge in das Rennen gegangen. Dass es jetzt so, ja, so gut für uns laufen würde und so, ja, sag ich mal, ja, überragend. War natürlich eine Überraschung. Also für mich war es dann schon so, als ich über den Zwiebelstrich gefahren bin, so nach dem Motto plötzlich Weltmeister. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja mehr sehr realistischer Typ bin und eigentlich mich selber nie so eingeschätzt hätte oder eingeschätzt habe, dass ich jemals ein Trikot überstreifen darf. Also ich bin schon 1-2 gute Madison-Rennen gefahren. Ich bin wahrscheinlich auch kein schlechter Rennfahrer, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal einer von den ganz guten dann sein darf oder kann. Ja. Und ja, deswegen war das natürlich eine riesen Überraschung. Wir hatten Bronze auch toll gefunden, jetzt ist es Gold geworden. Ist natürlich super, ja. War ein super schöner Erfolg.
Die Familie war mit in der Halle zu dem Zeitpunkt, war natürlich dann nochmal schöner. Und ja, einfach abgefahren. Ja. Ja, wer das Rennen vielleicht gesehen hat, oder ich weiß gar nicht, gibt es das auch nochmal bei YouTube inzwischen schon in voller Länge zu sehen? Ja, mittlerweile ja. Ist es auf dem UCI-Channel, heißt er ja bei YouTube. Genau. Und da ist das Rennen aktuell online. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ja. Beim Eurosport Player ist er schon wieder runter, aber da ist es noch online. Kann man sich nochmal angucken. Genau. Ich packe den Link mal runter. Genau. Wir sind ja hier bei YouTube, da macht man lohnt das sich. Ja so. Lohnt sich. Genau, lohnt sich. Könnt ihr euch das nochmal angucken? Ja, also man macht sich natürlich vorher vor dem Rennen Gedanken, wie man es auch taktisch angehen will, wie man sich vielleicht auch innerhalb der Mannschaft sozusagen gegenseitig unterstützt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt beim Zweier-Mannschaftsfahren, dafür ist man ja eine Mannschaft. Und es war klar, dass Roger einfach auch im Moment eine höhere Grundlage hat als ich. Ich habe jetzt in den letzten 3 Monaten eigentlich fast gar keine Grundlage trainiert, weil keine Zeit war einfach. Wir haben gesagt, nach dem Bundeswehrlehrgang, den ich im Dezember machen musste noch, wir legen viel Wert auf Intensitäten und versuchen mit der Grundlage, die ich im letzten Sommer gelegt habe, dann bis zur WM zu kommen. Dadurch sind wir dann sozusagen mit der Taktik ins Rennen gegangen, dass ich die Momente nutze, in denen es für Roger möglich ist, doppelt zu fahren, um einfach nicht vielleicht in den Strudel zu rutschen, dass ich ja, durch die fehlende Grundlage mich einfach schlecht erhole oder dann gar nicht mehr erhole. Die Gefahr bestand natürlich. Die Rennsituation, in denen ich gesagt habe, ich bleibe auch mal oben, war 2 Mal, waren halt Rennsituationen, in denen Roger in der Gruppe, sag ich mal, im Windschatten fahren konnte, wo es ihm von selber, von sich aus gesagt hat, das wird für ihn kein Problem sein, sich dann zu bewegen. Und waren letztendlich auch ja, einen großen taktischen Aspekt geprägt, dass ich da, also ich hätte mit Sicherheit auch mich einwechseln lassen können, aber das Rennen ist wie gesagt 200 Runden lang und man weiß ja nie, was in der nächsten Runde passiert. Und wir wollten einfach nicht Gefahr laufen, dass da einer von uns dann, oder in dem Fall ich, mit irgendwo die Lichter ausschießen und wir halt immer reagieren können. Das hat ja bis zum Ende des Rennens halt super geklappt. Ja. Roger war in dem stark mit Sicherheit ja, der Stärkste auf der Bahn. Aber ich denke, ich hatte auch einen sehr guten Tag und konnte, glaube ich, schon neben Roger eigentlich ganz gut standhalten und muss mich da, glaube ich, nicht jetzt unter der Stärke von Roger an dem Tag verstecken. Aber wie gesagt, man ist ein Team dafür, man unterstützt sich gegenseitig und es wird mit Sicherheit auch vielleicht mal in unserer gemeinsamen Karriere als Madison-Pärchen eine Situation geben, wo ich vielleicht immer mehr fahre und so gleicht sich das eben aus. Ja, ich glaube, das hast du ja sehr schön erklärt. War natürlich leicht provokativ gefragt von mir, aber wenn es genau so war und wenn man sagt, rein taktisch kann man das begründen, dann erklärt sich das ja eigentlich auch von selber. Insofern habt ihr da wahrscheinlich alles richtig gemacht. Jetzt geht der Blick nach vorne. Also wir haben jetzt 2018, 2020 gibt es wieder Olympia, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also in knapp 2 Jahren. Ja. Du hast es schon gesagt, Madison ist wieder olympisch und wir hatten ja beim 6-Tage-Rennen auch schon viel miteinander zu tun hier in Berlin. Durfte ich euch 6 Tage lang beobachten. Da war auch vorher immer die Ansage, wir wollen irgendwie in Richtung Olympia kommen und uns dahin ja, weiterentwickeln als Mannschaft. Ich glaube, das Ziel ist jetzt absolut festgenagelt. Ja? Also da muss jetzt vielleicht eine Medaille her oder soll vielleicht her. Oder wie habt ihr euch jetzt eingeschossen? Also ich bleib definitiv weiter Realist. Ja, man kann sagen, die WM... Er lässt sich nicht locken. Die WM war jetzt schon so besetzt, dass die Mannschaften, die dort am Start waren, auch uns in den nächsten 2 Jahren auf dem Niveau begleiten werden. Und ich glaube, ja, es war keine Mannschaft da, wo man jetzt sagen muss, na gut, die haben ja gefehlt, die könnten vielleicht besser sein, sondern es war zum ersten Mal, dass alle ihre Karten auf den Tisch legen müssen, was sie mindestens zurzeit drauf haben. Roger und ich haben definitiv die richtigen Karten auf den Tisch gelegt. Und jetzt sehen wir natürlich wahrscheinlich für die nächsten 2 Jahre als mit der stärkste Paar erstmal in der Welt zu den richtig Guten. Trotzdem sind es 2 Jahre, in denen viel passieren kann jetzt. Wir müssen sehen, wie wir uns als Paar entwickeln und dann kommt natürlich auch dazu, wie viele Startplätze wir bei Olympia haben, beziehungsweise wie man dann auch taktisch agieren muss mit dem Vierer, mit den Vierer-Startplätzen. Es gibt halt eine vorgegebene Zahl von UCI, wie viele Rennfahrer die Nation halt stellen darf. Und das sind auch schon ein paar Punkte, die halt mit reinspielen, wo halt man jetzt noch gar nicht sagen kann, ob Roger und ich überhaupt ja, dort zusammen am Start stehen werden. Ich meine, das ist natürlich unser Ziel. Aber wie gesagt, wir müssen beide unsere Leistungen permanent nachweisen dort. Und da muss man sehen, wie sich der Weg dahin gestaltet. Aber
wenn wir natürlich bei Olympia in der Form uns präsentieren, in der wir uns jetzt präsentiert haben bei der WM, dann wird das Ziel mit Sicherheit auch vom Bundestrainer ausgegeben werden, dass wir dort um die Medaille fahren sollen, und dann werden wir auch alles dafür tun. Und, aber es ist halt eine lange Zeit, in der viel passieren kann, und deswegen halte ich jetzt gerne den Ball flach auf alle Fälle. Ja, also der Realist sitzt hier neben mir. Tja, unser Freund Roger, der spielt, haben wir jetzt 14.30 Uhr. Der sitzt jetzt immer noch auf der Karre, hoffentlich. Also ich habe noch nichts gesehen jetzt. Wir hoffen mal, dass er nicht irgendwie ausgestiegen ist oder irgendwas, und fährt gerade bei Mailand seine Remo durch die Gegend. Du fährst ja im Team Radnet. Nee, wie heißt das richtig? Radnet? Heizomat oder Heizomat Radnet? Nee, Heizomat Radnet.de. Ja, also im neuen, zusammengefügten Profi-Team, wie man so schön sagt. Ist ja auch mit vielen Straßeneinsätzen verbunden. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, so ein Mailand Sanremo, wäre das für dich auch mal was, wo du eigentlich mal grundlegend Bock drauf hättest? Oder ist das bei dir inzwischen so? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon viele Jahre ganz oben im Sport mit dabei, dass du eigentlich sagst, nee, der Fokus liegt wirklich auf der Bahn, und Vierer oder Madison, das sind so meine Disziplinen, und die Straßenrennen, schönes Ding, aber muss ich nicht haben? Ja, also ich glaube, bei mir ist der Traum vom Straßenprofi, so wie es Roger ist, der ist ausgeträumt, sage ich mal. Ich hatte gute Momente auf der Straße, wo ich vielleicht auch mal das Zeug dazu hatte, Straßenprofi zu werden oder nicht weit davon entfernt war. Aber es hat halt nicht geklappt. Es hat bei mir einfach nicht gereicht dafür. Ich habe mich dann entschieden, da auf der Bahn das Projekt Vierer Mannschaft voll in Deutschland mit anzugehen, und konzentriere mich seitdem zu 100% auf die Bahn. Ich fahre gerne Straßenrennen, allerdings eigentlich nur bei gutem Wetter. Nein, ich fahre gerne natürlich noch auf der Straße. Aber mittlerweile ist die Bahn bei uns so spezifisch geworden, dass die Form auf der Straße immer nicht mehr so die ganz, ganz groß ist, dass man sagt, ich kann da übelst einen abreißen auf der Straße, und der Fokus liegt halt einfach auf der Bahn. Und wäre mit Sicherheit mal schön gewesen, Mailand Sanremo vielleicht zu fahren, ein großes Monument irgendwo in einem großen Team. Klar, das war immer ein Traum, aber jetzt stehen halt andere Aufgaben an, und die machen Spaß, und wie gesagt, wir sind da auf der Bahn eine super Truppe, eine super Mannschaft, und wir haben wirklich ganz, ganz viel Spaß auch bei der Sache, das zu machen, und das ist eigentlich so das Schöne. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Chance dazu bekommen habe, dem Projekt mit dabei zu sein, und letztendlich auch noch dabei sein darf, weil, wie gesagt, ich freue mich immer auf die Jungs, und wir haben eigentlich immer gute Zeiten, wenn wir unterwegs sind, und das ist absolut geil. Schön. Wie geht's jetzt kurzfristig bei dir weiter? Wie sind so die nächsten Schritte? Du hast ja gerade ein bisschen frei gehabt, jetzt langsam wieder reinkommen. Also er hat gerade schon erzählt, heute war der erste Trainingstag, und heute sind draußen gefühlt minus 10 Grad durch den Wind, ja. Was hast du vorhin gesagt? 20 km/h und 300 Watt? Ja, so ungefähr, ja. Das ist ein Ostwind gewesen, Alter. Dezent, ja, hier in Berlin. Wann geht's mit dir weiter auf der Straße, oder gibt's erstmal wieder einen Lehrgang? Was ist geplant? Ja, also wir starten eigentlich so richtig nächste Woche mit einer Kraft-Leistungsdiagnostik, kurz KLD bei uns, mit Frau und Ruder. Da gucken wir mal, wie bei jedem Einzelnen so der Leistungsstand ist. Testen uns sozusagen mal kurz, und dann fliegen wir am 2. April nach Mexiko ins Höhentrainingslager. Da verbringen wir dann schöne 17 Tage, versuchen noch ein bisschen fit zu werden und ein bisschen Sonne zu tanken. Und dann fahren wir ein paar kleinere Rennen. Ich bin dann zum Beispiel beim Code in den Mai in Bütgen am Start dieses Jahr. Und dann stehen so eine kleinere Rundfahrten wie Baltikum und Nosze an in Polen. Und da über die Sachen bereiten wir uns dann letztendlich vor auf das erste große Ziel, die EM im August. Der Start der Olympia-Quali für uns mega, mega wichtig, da sehr, sehr gut zu starten. Es ist immer einfacher, von vornherein 4 Punkte zu haben, als die Punkte dann aufzuholen den anderen Nationen gegenüber. Und deswegen wollen wir da genauso gut starten, wie wir damals 2014 in die EM oder in die Olympia-Quali gestartet sind, um dann hinten raus uns mehr auf Olympia zu konzentrieren und nicht auf die Qualifikation zu Olympia. Und das ist so das, was bei uns jetzt ansteht. Alles klar, na, dann werden wir das wie immer schön beobachten. Vielleicht gibt es ja noch mal den einen oder anderen Termin, wo wir uns auch mal noch treffen und du aktiv dann auf der Karre hockst, bei hoffentlich besserem Wetter draußen oder auch drin. Und dann sage ich erstmal, bleib schön gesund. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, die du heute hattest. Ja, Wochenende ist gerne, ja immer gerne. Viel Lebtermine mit Familie und so weiter. Ja, auch einen Kaffee. Kaffee geht immer. Ja.
Tja, ansonsten noch letzte Frage. Hast du einen Tipp, wer heute Mailand Sanremo gewinnen könnte? Bist du denn überhaupt so weit im Thema? Oder ist der Fokus ganz woanders? Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe mich in den letzten 2 Wochen gar nicht mit Radsport beschäftigt mal. Ich hoffe eigentlich für Roger, dass er gewinnt. Traust du ihm das zu, dass er am Ende über die 3 Hucken da nochmal richtig rüberknallt und dann vielleicht im Sport reinhalten kann? Also ich weiß, dass Roger auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Form zurzeit hat und dieses Jahr, denke ich, auch noch den einen oder anderen Achtungserfolg erzielen wird. Vielleicht sogar auch wieder einen Etappengewinn bei einer größeren Rundfahrt. Ich glaube, das sollte man beobachten. Also bin ich guter Dinge. Ansonsten glaube ich, bei Mailand Sanremo wird er, denke ich, die andere Aufgabe übernehmen müssen, um ehrlich zu sein. Aber ja, wer wird Mailand Sanremo gewinnen? Kwiatkowski hat sich schon in sehr, sehr guter Form gezeigt bei Tirreno Adriatico. Ich denke, ein heißer Kandidat. Bei Sagan ist, glaube ich, ein bisschen undurchsichtig zur Zeit, wie die Form ist. Das wird auf alle Fälle, glaube ich, wieder spannend. Aber ich denke, es wird sich aus einer größeren Gruppe entscheiden. So viel würde ich jetzt sagen. Aber okay. Wer jetzt gewinnen wird, das schauen wir. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt schnell nach Hause und gucke mir das mal an, was da so läuft. Ich hoffe, ich finde irgendwo im Internet was, wo ich es mir angucken kann. Und ja, du hast noch ein paar andere Termine jetzt. Er muss jetzt shoppen. Was genau, das verraten wir vielleicht ein anderes Mal. Ja, also vielen Dank und jetzt kannst du deinen Kaffee trinken, jetzt wo er kalt ist. Super. Cheers.